Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, herzlich willkommen zur nächsten Episode Stricker TV. Heute live vom Sonnenuntergang hinter Wolken. Aber gerade noch rechtzeitig, um auf Sendung zu gehen, um euch ein paar wunderbare Botschaften mitzuteilen. Das Wichtigste natürlich, Make the Schweiz win to again. Ihr seht hier schon, das ist meine Mütze von der Freiheitspartei. Wir feiern ja am 6. Juli 2024 das Strickerfest der Liebe. Und jetzt endlich ist der Vorverkauf für alle eröffnet. Also all jene, die sich auf die Reservierteliste gesetzt haben, die haben bereits eine E-Mail gekriegt, die können jetzt die Tickets kaufen. Sich auf die Liste zu setzen, ist noch kein Ticketkauf gewesen. Der kommt jetzt oben drauf. Es ist schon über ein Drittel der Tickets weggegangen an Parteimitglieder, an Local Supporter. Übrigens, die Local Supporter, die haben ja unglaublichen Zugang auf hunderte Videos von mir, die exklusiv für Locals gedreht wurden. Außerdem haben wir eine tolle Community dort. Und bei der Freiheitspartei sieht es ein bisschen anders aus. Ich habe gesagt, wir wollen hier eine Freedom Party machen, eine Freiheitsparty, eine Freiheitspartei. Und wir wollten auch politisch aktiv sein, zumindest zu 25%. Leider hat sich niemand gefunden, der da wirklich politisch aktiv werden will, was für die Intelligenz meiner Mitglieder spricht. Und darum haben wir uns jetzt also komplett aufs Feiern verlegt. Und darum jetzt auch eben all denen Mitgliedern der Freiheitspartei, die doch immerhin 150 Franken bezahlt haben und dafür ein paar Treffen besuchen konnten. Und ja, wir haben auch sonst noch einiges uns Mühe gegeben, aber das Strickerfest der Liebe wird ein Höhepunkt sein, weil dort findet um 18 Uhr dann auch die Verleihung des Schweizer Freiheitspreises statt. Wer nominiert ist, findet ihr unter freiheitspartei.ch. Dort findet ihr einen Link, der zu den Nominierten führt. Und all diese Leute können unter Umständen ganz, ganz tolle Preise gewinnen. Insgesamt in sechs Kategorien sind es, werden Preise verliehen. Kulturpreis, Wissenschaftspreis, Journalismuspreis und so weiter. Ich laufe außer Konkurrenz, also ich bin, oder besser, ja, außerhalb der Konkurrenz. Mich kann man nicht wählen, was auch ein bisschen seltsam muten würde, wenn ich mich selber ins Rennen schmeißen würde, um einen dieser wunderbar attraktiven Awards. Und ich kann euch versprechen, wir haben wirklich wunderschöne Preise für die Auserwählten. Es lohnt sich, allein schon an die Preisverleihung zu kommen, um zu sehen, was für ein wunderschönes Geschenk jedes dieser Gewinner des Freiheitspreises erhalten werden. So, Spannung genug aufgebaut, stricker.tv, gräbt euch die Tickets. Im Moment nur 35 Franken, eigentlich der Preis auf 50 Franken. Wir haben einen Early Bird Rabatt. Ich will niemanden klagen hören, der keine Tickets bekommen hat. Jetzt gibt es noch genug, aber das kann sich erfahrungsgemäß schnell ändern, weil die Plätze sind ja auf 600 beschränkt. Und das gesagt, reden wir jetzt. Ich bin nicht ganz sicher, ob es stattfinden wird, weil wir sind im Kanton Zürich unterwegs und wir haben ja dieses korrumpierte Zürcher Obergericht. Und wir wissen ja, die sind alle gerecht, diese Richter, aber manche sind sehr selbstgerecht. Und selbstgerecht heißt eben, sie haben Recht, sie haben immer Recht und die anderen, ja, die liegen halt dann immer wieder mal falsch. Und so könnte es sein, dass man uns den Anlass einfach verbietet, aber das ist jetzt einfach aus der Luft gegriffen. Wir gehen fest davon aus, dass wir uns durchsetzen können. Schließlich haben wir auch tolle Unterstützung innerhalb der Bewegung. Wir werden uns diesen Event in Kloten Open Air an der Party angeschlossen nicht vermiesen lassen. So, das gesagt, jetzt also zum eigentlichen Thema. Und ihr wisst ja, ich habe ein neues Lieblingsthema. Und dafür möchte ich gerne meine Sonnenbrille ausziehen. Und dieses Lieblingsthema heißt, ja, genau, Sie. Sie. Simon Napolz ist mein Lieblingsthema. Seit Milan sich getraut hat, eine Aufnahme zu machen, ist ja einer geheimen Besprechung, wo herausgekommen ist, dass diese besprechenden Personen, diese drei Frauen, sag ich mal, auch Knie machen, um zu scheißen. Die sind nicht heiliger als der Papst und sie sind offenbar auch nicht menschlicher als der durchschnittliche Mensch. Sie sind menschlich, allzu menschlich und sie haben sich da, sag ich mal, erwischen lassen, bei einem Akt, der ihnen unglaublich peinlich sein muss. Es ist ihnen so peinlich, dass sie sogar mehrere juristische Schritte in die Wege geleitet haben. Das Zürcher Obergericht hat sich herabgelassen, völlig unbeteiligte Partei, Schritte zu unternehmen gegen die Weltwoche.
Und sie sind, und das Bezirksgericht hat das ebenfalls gemacht. Man muss wissen, Sibylle Napolz, eine gewählte Richterin, eine Politikerin, die jetzt also die anderen mundtot machen will. Es soll weiterhin erlaubt sein, im Internet Lobeshymnen über sie zu lesen, die sie vor allem von sich selber gibt, wie sie Ungerechtigkeit nicht mag und Intoleranz und so weiter. Aber wenn man dann auf den Punkt kommt und diese öffentliche Person, und das ist eine gewählte Richterin, die am Schluss vom Volk beauftragt ist, Recht zu sprechen, und eine Politikerin, die ebenfalls für die Grünen in den Kantonsrat gewählt werden wollte, aber das Schweizer Volk war dann doch ein bisschen zu intelligent, ihr genug Stimmen zu geben. Sie ist jetzt da nicht dabei, aber trotzdem, sie ist aktive Politikerin. Und sie hat jetzt also mit Unterstützung des Bezirksgerichtes, wo sie selber angestellt ist, hat sie nun also eine einstweilige Verfügung erlassen. Und das Meilemer Bezirksgericht musste dann das Zürcher Bezirksgericht zurechtweisen, um zu sagen, dass das Bezirksgericht gar keine klagenswürdige Instanz ist, die sie nicht qualifiziert, überhaupt zu klagen, weil sie, glaube ich, weder eine natürliche noch eine juristische Person darstellen. Das muss man sich mal überlegen. Da hocken also ein paar blasierte Richter auf ihren Trönchen und denken, jetzt umschiffen wir den Rechtsweg, wir veranlassen eine super provisorische Verfügung. Warum eigentlich? Weil eine Frau kritisiert wurde, die in ihren Reihen offenbar oder sehr naheliegenderweise Dinge gemacht hat, die ethisch zumindest höchst fragwürdig sind. Ihr verzeiht mir diese vorsichtige Ausdrucksweise. Wir müssen wissen, da sind offensichtlich, das haben wir jetzt belegt genug, klage- und zensurwütige Menschen unterwegs, die Sendungen wie diese eben verhindern wollen. Und darum wurden zum Beispiel 6 Videos von mir von YouTube gelöscht. Und ich habe jetzt Einspruch erhoben, nichts mehr gehört, weil es gibt keinen Grund, auch nur eines dieser Videos zu löschen, weil ich nichts anderes gemacht habe, als im Namen, als im Rahmen des demokratischen, rechtsstaatlichen Diskurses eine gewählte Richterin zu kritisieren. Das ist das Fundament unserer Demokratie und unseres Rechtsstaates, dass man Leute, die sich falsch verhalten oder sich mutmaßlich falsch verhalten, sich mutmaßlich sogar illegal, sogar sehr illegal verhalten, wo mutmaßlich sogar Straftatbestände in Frage kämen, für die man ins Gefängnis müsste, da sollte es dem Bürger und der Bürgerin möglich sein, diese Personen zu kritisieren. Und trotzdem ist jetzt auch dieses Video, vielleicht, ich weiß es nicht, ich habe die Kommunisten-Guidelines von YouTube durchgelesen, ich verstoße gegen keinen Verstoß, gegen nichts. Und weil ich aber noch nicht Bescheid habe, meine Videos wieder installiert werden oder nicht, gehe ich mal davon aus, dass dieses Video ebenfalls verschwindet. Darum abonniert mich auf Rumble, abonniert mich auf X, folgt mir auf Telegram. Dort sind die Kanäle, die bis jetzt, wo ich zumindest bis jetzt, keine Zensur erwartet habe, durchleben musste. Und jetzt also hat dieses Bezirksgericht diese Schlappe eingefangen, dass sie selber gar nicht klageberechtigt sind. Das muss man sich mal überlegen. Da hat man als staatstragendes Organ, und ein Gericht ist ein staatstragendes Organ, Kenntnis davon, dass eine Schwurbelrichterin jemanden als Schwurbler bezeichnet. Ah, wenn der Schwurbler... Und der Anwalt findet ihn sicher auch nicht sympathisch. Der eigene Anwalt, oder? Also es wird gelästert. Lästermäuler haben sie in den eigenen Reihen. Und statt da eine Untersuchung zu starten, was ihre verdammte Pflicht wäre, gehen sie auf einen Zensur- und Drohkurs. Ja. Auch das Obergericht, Simone Napolz ist Ersatzoberrichterin, anders als ihr Mann, er ist Oberrichter, am gleichen Gericht, das nun also ebenfalls juristische Schritte angedroht hat, und zwar auch Milan Krizanek, haben sie mit Straftatbeständen gedroht, die mit Gefängnis verbunden sein können, haben nachher aber als der Blog, kann man sagen, insidejustiz.ch mit Bindestrich, glaube ich,
da ein bisschen nachhakt, plötzlich zugeben müssen, plötzlich umformulieren müssen. Und einer der angeblichen Straftatbestände, der da erfüllt sein sollte, wurde dann plötzlich nicht mehr erwähnt. Mit anderen Worten, das Obergericht hat offenbar die Pressestelle einfach dazu missbraucht, um diese Frau zu schützen und Milan einzuschüchtern. Komplett am Rechtsstaat vorbei, weil während das Bezirksgericht noch irgendwie im entferntesten ideellen Sinn so etwas wie, sag ich mal, Partei ist, auch wenn nicht klageberechtigt Partei ist, ist das Obergericht überhaupt nicht. Zwar ist eben der Ehemann der Frau ist der Oberrichter, da hat man vielleicht ein bisschen Vorteile, sag ich mal, in diesem Gremium, und sie selber ist Ersatzoberrichterin, aber sie hat ja nicht des Amtes gewaltet als Oberrichterin, sondern als Bezirksrichterin. Und wenn ich jetzt zum Beispiel, sag ich mal, bei McDonald's Nachtschicht mache und ich sag mal bei Mercedes tagsüber Autos verkaufe, stell dir das mal vor, dann hätte ich jetzt also einen Streitfall mit einem Kunden bei meiner Mercedes Garage, weil eine Reparatur nicht richtig ausgeführt wurde, und dann würde McDonald's Klage androhen gegen den Kunden von Mercedes. So muss man sich das ungefähr vorstellen. Das ist wirklich das. Das ist wirklich das, was jetzt gerade passiert im Kanton Zürich. Wir haben nämlich, und das ist mir ganz wichtig, mir geht es längst nicht mehr um Simone Nabholz. Die ist mir wirklich mittlerweile eigentlich egal. Aber sie ist halt einfach nun mal das Postergirl, das Posterchild geworden des unter Verdacht stehenden Gerichte in Zürich. Was man nämlich sagen muss, wir wollen jetzt ein bisschen in die Psyche eintauchen von Simone Nabholz. Ich habe mir überlegt, wie tickt die Frau? Und ich kenne Simone Nabholz nicht. Ich kann mir vorstellen, dass sie unter vier Augen total toll ist. Pilates-Instruktorin und pliplaplo. Und vielleicht recht angenehm. So wie George Bush wahrscheinlich auch recht angenehm ist, wenn man ihm persönlich begegnet. Ändert nichts daran, dass er politisch unglaubliche Dinge zu verantworten hat, für die er lebenslänglich ins Gefängnis gehörte. Simone Nabholz verdient kein lebenslänglich hinter Gittern, aber sie verdient zumindest eine echte Untersuchung, und Inside Justiz hat das wirklich auch sehr nahegelegt. Und ich hoffe, es gibt Leute, die bald juristische Schritte gegen diese Frau unternehmen, damit nämlich die Gerichte gezwungen sind, ihre Drohkulisse, ihre Angstschürpropaganda, ihre Gamora-Methoden einzustellen und eine echte Untersuchung durchzuführen, um herauszufinden, ob es okay ist, an Zürcher Gerichten, dass man sich über Leute lustig macht, die bei einem Recht suchen. Ja, ist es so okay? Weil das Obergericht hat, glaube ich, bereits, war es das Bezirksgericht, ich habe es auch das Obergericht, das hat gegenüber dem Tag, dem der Sonntagszeitung gesagt, Frau Nabholz hat nichts falsch gemacht. Sie hat nichts falsch gemacht. Das können Sie sagen, obwohl Sie zuerst noch sagen, es sei im Zusammenhang gerissen, zusammengestückelt worden. Ja, aber wenn man diese angeblich aus dem zusammengerissenen, zusammengestückelten Stellen hört, dann muss man sagen, dass völlig isoliert davon man sich schon fragen muss, ich würde sagen, dass garantiert ein Anfangsverdacht für Ermittlungen vorhanden sind. Und darum bin ich mir am Überlegen, ob ich selber vielleicht, ich sage mal so, wenn ich Post bekomme von Nabholz, dann überlege ich mir selber, ob ich da irgendwie juristische Schritte einleiten kann. Weil wenn sie mich verklagt, dann gibt es eine Klage zurück. Aber abgesehen davon denke ich, dass es sehr gut möglich wäre, dass auch andere Bürgerinnen und Bürger, vielleicht auch Milan selber, den Klageweg beschreiten würde, weil etwas, und das ist ganz, ganz wichtig, etwas dürfen wir nicht vergessen, diese Frau, die sitzt auf dem Richterstuhl. Oder? Und aus meiner Sicht handelt sie extrem selbstgerecht, und selbstgerecht handeln ist für mich eigentlich das Gegenteil von gerechtem Handeln, weil man eben sich selber nur gerecht werden will und einem das Schicksal der anderen relativ egal ist. Und diesen Eindruck, diesen subjektiven Eindruck habe ich bekommen, nachdem ich auch das unzensierte Audiofile, das unredigierte Audiofile gehört habe. Dort werden noch andere Fälle besprochen, es werden gewisse Namen genannt und so weiter. Und da wollen wir nicht zu sehr, es hat nichts mit dem Fall zu tun,
dass zum Beispiel ein sehr prominenter Strafrechtsanwalt in Zürich namentlich erwähnt wird. Das hat nichts mit dem Fall zu tun. Und darum ist es auch von Milan ist es ihm sehr hoch anzurechnen, dass er nichts davon publiziert hat, ohne Not. Aber Alex Bauer und ich, wir haben diese Audios gehört und wir wissen also, diese Zusammenfassung, diese Audios, die sind sehr gut, nicht nur sehr gut gemacht, die sind auch sehr, sehr zutreffend. Also wenn du dieses Video geschaut hast, diesen Eindruck wirst du bestätigt bekommen, wenn du nachher die Audios auch noch zu Ohren bekommen würdest. Und jetzt also wollen wir uns ein bisschen in den Kopf von Simone Nabholz versetzen. Da muss man wissen, wenn man, und das ist kein Doxing, das ist ein großes Gebiet, wenn man an der Goldküste wohnt, mit vielen anderen Millionären und Milliardären, ja, wenn man mehr oder weniger Christoph Blocher zum Nachbarn hat oder so, dann kommt einem vielleicht das Gefühl auf, dass man so etwas wie auserwählt ist. Das zwar, wie heißt es beim Farm der Tiere, alle Tiere sind gleich, aber manche Tiere sind gleicher. Das ist ja das, was die Schweine dort beschließen. Und so quasi einfach ihre Selbstgefälligkeit, ihre Selbstgerechtigkeit dann auszuleben beginnen. Und diese vordergründige Fairness innerhalb dieses Stalles, wo der Bauer ja vertrieben wurde, dann eben quasi anfangen zu untergraben. Und wenn ich mich jetzt reinsinniere in eine Frau, die privilegiert ist, deren Mann Oberrichter ist, sie selber ist ebenfalls Ersatzoberrichterin, da verdient man hohe sechsstellige Löhne pro Monat, hat vielleicht noch ehrenamtliche Sitze, man kann dort noch mitreden und vor allem sitzt man ja jeden Tag oder fast jeden Tag sitzt man Events vor, also Gerichtsprozessen vor, wo Leute ihre Differenzen bereinigen möchten. Und ich kann mir schon vorstellen, warum das Richter, nicht alle, es gibt gute Ausnahmen, aber Richter sind in der großen Gefahr, dass sie innerhalb kürzester Zeit sehr schnell, sehr judgmental, vorurteilsbeladen sind. Dass sie plötzlich merken, sie haben ja immer recht. Klar, manchmal werden sie vom Obergericht oder vom Bundesgericht zurückgepfiffen, aber grundsätzlich, sie sprechen recht. Und wann immer ihnen diese Untertanen zu Gesicht kommen, dann sprechen sie recht. Und sie können Leute zu Strafen verdonnern, sie können Leute zu Schadenersatzzahlungen verdonnern und sie können Leuten das Leben schwer machen. Wie zum Beispiel mir, wo auch ein Bezirksrichter von Zürich mich zwar den Fall hat gewinnen lassen, mich auch schon nicht anerkannt hat, aber dann einfach meinen Anwalt, der weit über 7.000 Franken gekostet hat, lediglich mit 2.000 Franken abgelten. Und so muss ich zwar die Schuld nicht zahlen von 1.500 Franken, aber ich hatte einfach 5.000 Franken Anwaltskosten, die ich jetzt wieder anfechten muss und gegen die ich dann wieder, wo ich dann wieder abschiffen könnte und wo ich dann auch noch diese Anwaltskosten, um diesen Einspruch zu machen, eben noch selber bezahlen müsste. So funktioniert die Gerechtigkeit in der Schweiz. Und die Richter, die wissen das. Die sind ja nicht blöd. Also manche sind sehr blöd, aber sag ich mal, nicht intellektuell blöd, sondern sie sind einfach verkommen. Und wenn man das eben zu lange macht, nicht alle Richter, nicht Simone Nabholz, dass das klar ist, ich sage nichts, sie ist verkommen. Ich kenne sie nicht. Aber wenn man das lange genug macht, dann bekommt man wahrscheinlich das, was man auf Englisch entitled nennt. Dann wird man entitled. Ich weiß nicht, ob man es auf Deutsch übersetzen soll. Man hat einen Titel und hat das Gefühl, man steht dann ein bisschen über den Dingen. Diesem Verdacht sind alle Richter aus meiner Sicht ausgesetzt, dass sie eben mit der Zeit anfangen, ja, sich als etwas Besseres zu empfinden, sich für etwas Besseres zu halten. Halte ich wirklich nicht nur für möglich, ich halte das für den normalen Weg. So wie ein Primarlehrer, der immer vor dummen Menschen sitzt, Entschuldigung, vor Kindern sitzt, der immer klüger ist, der immer alles besser weiß und auch wenn er sich besser weiß, einfach immer mit einem Machtwort sprechen kann, sodass er zwar nicht recht hatte, aber doch, unwidersprochen am Schluss die Schullektion beenden kann. So dasselbe erfahren Richter eben im Quadrat. Und darum sind viele Richter ganz einfach arrogantes Gesindel, ein Gerichtshaufen. Ja,
Nicht Simon und Abholz, wie gesagt, sie kenne ich nicht. Ich muss es immer wieder wiederholen, weil ich weiß, dass man sonst versuchen wird, gewisse Aussagen von mir aus dem Zusammenhang zu zitieren, mir zu unterstellen, ich würde entweder Straffälliges machen. Googly. Komm. Googly. So. Ja. Strabegau, schau da. Schau da. Komm. Lauf schon rüber. Komm. Sie moderiert mit. Sie schaut, ob schon die Polizei einfährt, um mich zu verhaften, weil ich meine Meinung äußere. Komm drüber, komm. Komm, Happe. Komm. Da, komm. So. Sie ist schon alt. Zu ihrer Entschuldigung. Sie zeigt auch, was sie von diesen Richtern hält. Weil sie nicht reden kann, macht sie es mit. Mit Zeichensprache. Ja, und dann ist man also an dieser Goldküste, wird eingeladen zu speziellen Anlässen, wohnt vielleicht besonders schön. Und dann hat man eigentlich immer recht, Tag aus, Tag ein. Und dann kommt dann plötzlich ein Typ, der dafür sorgt, dass man diese Maske des schönen Seins fallen lassen muss. Ja. Plötzlich fällt diese Maske, weil man Dinge gesagt hat, die man selber gar nicht als schlimm empfindet, weil man sie wahrscheinlich schon 100 Mal gesagt hat, die auch Amtskollegen, Richterkollegen schon 100 Mal gesagt haben. Und dann denkt man einfach, wie doof ist denn das, dass ich jetzt zurücktreten soll, jetzt plötzlich, nur weil da jemand angeblich illegal ist, war wahrscheinlich nicht illegal, aber sicher, Aufnahmen gemacht hat, die also mit nahezu großer Sicherheit verwendet werden dürfen vor Gericht. Das hat das Bezirksgericht selber in einem ähnlichen Fall bereits festgestellt. Bei übergeordnetem Interesse dürfen auch illegale Aufnahmen verwendet werden. Und wenn diese Aufnahme illegal gewesen wäre, dann wäre das spätestens dann eben doch verwendbar. Es gibt aber noch einen anderen Artikel, ich glaube, Gerichtsblablabla, Paragraph 132, der besagt, dass Gerichte ein schutzwürdiges Interesse haben müssen, um ihre Sitzungen überhaupt geheim abhalten zu dürfen. Und wenn eben da Sachen passieren, wie das, was bei Nabholz passiert, ist eben die Wahrscheinlichkeit gegen 100%, dass es eben kein schutzwürdiges Interesse gibt, wenn da herausgefunden wird. Es ist eben kein echtes schutzwürdiges Interesse, wenn herausgefunden wird, dass willkürlich oder zumindest subjektiv oder ideologisiert geurteilt wird. Und dieser Verdacht steht nun mal bei Simone Nabholz im Raum. Jetzt muss ich abgehen, Ruckeli, komm. Komm, gehen wir ab. Komm, ab. Gut. So, sie ist schöner als ich, also lassen wir sie im Bild. Ja, und diese, und dann denkt eben diese Richterin zum Beispiel, diese imaginäre Richterin, nennen wir sie Simone Nabholz, denkt, was ich gesagt habe, habe ich schon 100 Mal gesagt, vielleicht schon schärfer formuliert. Und meine Amtskollegen und so, die reden ja noch viel schlimmer als ich und die können all ihren Job behalten. Und dann reden sie sich eine Welt zurecht, wo sie es als ungerecht empfinden, dass wenn sie dabei erwischt werden, dass sie zurücktreten müssen. Aber das ist eben die Sache, wisst ihr, das ist die Sache mit dem Rechtsstaat. Wenn Unrecht registriert wird, wenn man eine geschlossene Beweiskette hat, und nach meiner Meinung liegt diese vor, dass Unrecht gesprochen oder zumindest ein Mann mit Vorurteilen konfrontiert ist, sodass man sagen müsste, die Frau hätte den Fall abgeben müssen, wenn sie nicht mit Ungeimpften leben kann,
dann hätten sie zurücktreten müssen. Wenn man also diese Ungerechtigkeit eben quasi dann erfährt und mitbekommt, dann muss einem Rechtsstaat, müssen Konsequenzen passieren. Es genügt ja, dass hundert- und tausendfach Ungerechtigkeiten im Rechtsstaat Schweiz passieren. Und das geschieht ganz sicher, ganz sicher. Aber der Punkt ist eben der, wenn man sich erwischen lässt und dann das Gericht trotzdem nichts unternimmt, diese Frau weiter beschäftigt ist, weiter vorurteilsbeladen, Ideologie verseucht, ihre grüne Politik quasi auf dem Richterstuhl weiterleben kann, dann ist eben der Moment gekommen, dass man sagen muss, das Gericht ist eben nicht nur inoffiziell korrupt oder steht nur im Verdacht, korrupt zu sein. Nein, diese Gerichte sind offenbar durch und durch korrupt. Und darum kann ich mir nicht vorstellen, dass es da keine Konsequenzen geben soll, obwohl es wahrscheinlich keine Konsequenzen geben wird. Aber wenn das so ist, dann muss eben der Name Simone Napolz ein Name werden, der es, sage ich mal, in die alternativen Geschichtsbücher der Zukunft schafft. Weil man eben aus meiner Sicht eine geschlossene Beweiskette hat. Die Sachen wurden gesagt, sie waren diskriminierend, die Gerichte sind informiert worden und stattdessen hat man Jagd auf den Überbringer der schlechten Botschaft, auf die Überbringer der schlechten Botschaft gemacht, nämlich auf Milan, auf mich, auf Alex Bauer, auf die Weltwoche und hat versucht, mittels Zensur den Rechtsstaat auszuhebeln. Das ist das, was das Obergericht gemacht hat. Sie haben den Rechtsstaat ausgehebelt. Das muss man sich mal vorstellen. Das Obergericht Zürich hatte kein Vertrauen in den Rechtsstaat und statt rechtsstaatliche Methoden einzuleiten, machen sie Zensur. Üben Sie Zensur, versuchen Sie Zensur zu machen, als unbeteiligte Partei, wie das im Fall des Obergerichtes, oder als nicht klagberechtigte Partei, wie im Fall des Bezirksgerichtes, das der Fall war. Unfucking believable, dass die also selber ihrem eigenen Rechtsstaat nicht vertrauen und stattdessen ihre PR-Abteilung dazu bemühen, Leuten zu drohen mit Strafparagraphen, die zumindest einen Laien einschüchtern könnten. Ich bin sicher, auch so haben sie Rumble eingeschüchtert. Rumble wurde so eingeschüchtert, dass sie eben auch vom Gericht Post bekommen haben. Und die haben dann gedacht, wenn das Gericht uns sagt, wir müssen es unternehmen, dann müssen wir es unternehmen, weil sie nicht verstanden haben, dass es nicht ein Gerichtsurteil war, sondern es war eine Partei oder jemand, der sich zur Partei gemacht hat, der nun ein Schreiben aufgesetzt hat. Und es hätte auch die städtische Müllabfuhr sein können, aber wenn es die städtische Müllabfuhr gewesen wäre, dann wären die Videos wahrscheinlich immer noch auf Rumble drauf. Und meine Videos wären wahrscheinlich auch noch nicht vorübergehend, zumindest bei YouTube, zensiert, wenn eben die Müllabfuhr der Stadt Zürich Einspruch gehalten hätte. Nein, ich bin überzeugt, da wurde mit dem Titel des Richteramtes oder des Gerichtes hantiert, sodass YouTube diese Videos wegen angeblicher Persönlichkeitsschutzverletzung sollen diese Videos als jetzt zensiert worden sein. Und das muss man sich mal überlegen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Wo wir herkommen, wenn man gewählte Richter und nicht gewählte Politiker, wenn man Politiker, also Leute, die offensichtlich öffentliche Personen sind, weil sie die Öffentlichkeit ja auch gesucht haben, weil sie sich ja auch nicht nur anmaßen, sondern auch rechtskräftig Bürger vertreten dürfen, dann sind das öffentliche Personen, die man kritisieren können muss. Weil wenn man das nicht mehr kann, wenn man Leute nicht... Dann darf man kein kritisches Video mehr machen über Donald Trump, über Joe Biden, über Scholz, über Putin. Man darf dann keine kritischen Videos mehr machen, weil ja das Persönlichkeitsschutzverletzungen wäre. Das ist natürlich absoluter Habakuk und es gibt nur zwei Möglichkeiten, das zu interpretieren. Entweder ist YouTube darauf reingefallen, dass sie da jetzt also quasi Zensur üben, weil sie meinen, sie müssten das, oder sie sind wirklich ebenfalls einfach auf diesem, sag ich mal, staatstreuen Trip, oder? Und zensieren ohne Not und ohne Grund, ohne dass ich gegen irgendwelche Commission Guidelines verstoßen hätte. Was sich auch daran zeigt, dass ich keinen Strike bekommen habe. Es wurden einfach diese Videos gelöscht. Normalerweise geht es mit Strikes einher, was immer zur Folge hat, dass die Kanallöschung unmittelbar bevorsteht. Und das alles ist ja jetzt mal in meinem Fall nicht passiert. Man versteht selber nicht, was eigentlich läuft. Ich weiß nicht, ob YouTube versteht, was wirklich läuft. Aber sicher ist, die rechtliche Situation, die wäre so, dass zumindest der Verdacht im Raum steht, dass das Obergericht Zensur angeordnet hat. Und das, meine Damen und Herren, um Roger Köppel oder liebe Frau und Mann zum Christoph Blocher zu zitieren,
das wäre dann aus meiner Sicht illegal. Der Staat darf nicht zensieren. Natürlich, wenn ein Richterspruch vorliegt, dass, sage ich mal, etwas rausgenommen werden muss, dann darf der Staat zensieren. Aber in eigener Sache Mails rauszuhauen, um Zensur an Bürgern zu üben, die nichts anderes machen, als tapfer, hartnäckig und konsequent zu recherchieren und zu publizieren. Wenn das so wäre, dann wäre das ein weiterer Skandal. Ich muss überlegen, welche juristischen Möglichkeiten mir zur Verfügung stehen, weil bei Rumble habe ich einen guten Draht. Würde ich bei Rumble gelöscht, da hätte ich eine Ansprechperson, da könnte ich dann vielleicht eine Kopie dieser Verfügung, die da quasi vorgetäuscht wurde, einfordern. Bei YouTube dürfte das schwieriger sein, da müsste man sicher den Rechtsweg beschreiten. So, mal schauen, was ich da mache. Ist halt immer alles sehr teuer, man muss sich immer überlegen, wo man seine Kräfte hinein investiert. Meine Kraft heute Abend geht vor allem als Rugeli. Sie wird den Rest des Tages meine volle Aufmerksamkeit bekommen. Jo. Jo. Was siehst du? Was siehst du? Gerechtigkeit für Milan und Freiheit für die freie Rede gegen Zensur und Amts- und Machtmissbrauch. Schönen Abend.